nicht allzu wagelt. Ich mag es aber trotzdem nicht. Die machen wir über den Wanderweg und über den Klettersteiger. Das Steigbuch leider ein Papiermüllkorb. Neue Bergschuhe, nicht mehr 25 Euro Bergschuhe. Ja, hallo und Grüße aus Bad Hofgastein. Ich bin Flo dabei und heute machen wir einen kurzen Klettersteigen, nämlich auf die Mauskarspitze. Wetter ist nicht allzu rosig, aber Berg sind zum Glück frei, Regen und Gewitter drohen uns wahrscheinlich nicht. Ja, und auf dem Gipfel, da werden wir dann hoffentlich den Bello treffen, der nämlich über den Wanderweg hinaufgekommen ist. Die meisten, die den Klettersteig machen, werden vermutlich mit der Seilbahn auffahren, also auf der Bergstation Kleine Scharte ankommen. Und von dort kann man dem Wanderweg folgen, der beim Speichersee für die Beschneiung vorbeigeht. Ja, und dann im Prinzip der Skipisten folgen bis fast ganz hinauf zur Bergstation von der Hohen Scharte. Es ist mit rote Punkte markiert, aber im Endeffekt, man hält sich immer auf der rechten Skipiste, dann ist man schon richtig. Auf geht's! Komm mal gleich unten durch. Na cool. Ja, für PC durchaus knackig geht's los. Ist aber eh gut. Aha. Jetzt einmal. Ah, da ist so fest, wie man gerne hätte. Ja, schöne Aussicht auf den Stubnerkogel und auf dem Zitterauer Tisch hat man. Ja, kann man nichts sagen. Durchaus für PC schon ordentlich anspruchsvoll. Ah ja, die Seilbrücke. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich mag eigentlich gar keine Seilbrücken. Ja, dankbarerweise ist die Seilbrücke nicht allzu wagelt. Ich mag es aber trotzdem nicht. Ja, geht schon ordentlich nach unten. Ja, schöner Ausblick. Geht's natürlich trotzdem. Und die Marke pfeifen. Sehr viele Murmeltiere gibt es in der Gegend. Schönen Zustieg habe ich deswegen. So, da ja. Na gut, Seilbrücke geschafft. So richtig bequeme Umgebung für die Seilbrücke sicher übrigens gar nicht. Also wer Seilbrücken absolut nicht mag, für den ist das eher nichts. Durchaus anspruchsvoll. Also jetzt nicht schwer, nicht körperlich, aber man darf sich schon ein bisschen mühen. Ja, schaut mal, da sehen wir oben am Stubnerkogel mit seinem Sender. Und da ist die Seilbrücke. Ja, haben es gut gemacht mit dem links und rechts verschnürten, damit es halt nicht allzu sehr wagelt. Und für uns geht es da alles weiter. Ziemlich steil, aber mit guten Tritten. Da werden wir schummeln. Man sieht übrigens, der Fels ist nicht abgespeckt. Der ist ja abrüffest. Also jetzt müssen wir den nur bauen lassen. Mit der Materialstärke haben wir es nicht anbrennen lassen. Ja, schaut da oben, das Gipfelkreuz zu sehen.
Cool. So ja, das Steigbuch. Das Steigbuch, leider ein Papiermüllkorb. Ich glaube, es war Stift, oder hat es mir welche gegeben. Die haben sie alle gefladert. Ja, Leute, echt. Wirklich, es ist euch ein Dank für die Leute, die den Steig errichten. Na danke. So was muss echt nicht sein, bitte. Wenn es schon so eine Infrastruktur gibt, dann kann man das schon so nutzen, dass das für alle noch da ist, das Steigbuch zum Eintragen. Na gut, nach dieser etwas enttäuschenden Steigbuch-Episode werden wir uns auf den Schlussanstieg wagen. Schaut übrigens einmal. Neue Bergschuhe, nicht mehr 25 Euro Bergschuhe. Dritte sind zwar meistens groß, aber so eine Climbing Zone, das hat schon was für ein Klettersteigen. Ui, bleibt liegen. Jetzt ist es doch ein Hochgenuss, oder? Ein bisschen nach Sonne. Ausgesetzt ist es da. Was für ein Glück, dass wir in den Hundskopf gegangen sind. Halt mir den Kopf in den Wolken. Ja, der Bello ist schon um. Und die noch nicht. Na, schaut. Ist doch lieb. Das Gipfelkreuz von einer kleinen Moskauspitze. So. So da. Ja, oben nicht ganz so viel oben. Da auf dem Grat ist jetzt ja nicht mehr drauf gekommen. Ne? Ja, schöne Rückschau. Jetzt geht es mit der Wolkenuntergrenze ganz genau aus. Bringt da jetzt eh nicht mehr viel. Wenn wir jetzt da aushängen. Und war es schwer? Naja. Nicht wirklich, ne? Schon ein bisschen eine Herausforderung. Ne? Bergfrei von der Moskauspitze auf 2373 Meter. Inzwischen gemeinsam erreicht. Die machen wir über den Wanderweg und über den Klettersteig. Und jetzt haben wir eine schöne Aussicht verdient, die gar nicht so schön ist leider. Gell? Ja. Umliegenden Berge alle wieder in Wolken geraten. Gell? Das ist aber ja gemein. Man sieht ja auch hinter einem überall in Richtung von Schaeck und Sonnenblick. Und man sieht da ein bisschen die Erahnung von den Gletscher, aber freie Sicht haben wir nicht. Naja, war ja keine so schlechte Idee, dass wir da herkommen. So, ab geht's mit uns. Bello im Vorstieg. Also da im Abstieg von der Moskauspitze am Normalweg ist auch zum Aufpassen, weil es ein bisschen rutschig ist, gell? Das ist noch leicht geregnet. Ist schon zum Aufpassen. Oh. Es ist gar nicht so angenehm. Ich bin da schon wesentlich mehr gerutscht, als man lieb ist. Und es ist wirklich zum Aufpassen. Nicht wegen der Absturzgefahr, sondern auch wegen rüber Knächeln.
Ja. Ein Loch. Ja, genau. Ja, magst du geschickt. Nur weil die anderen rennen, musst du nicht rennen. Was ich nicht. So, im Abstieg hat man die 90 Passagen sogar versichert. Abstieg versichert, Klettersteigschwierigkeit A. Ist schon ganz schön alpin. Das Gestein ist richtig ungut glitschig. Ich muss sagen, ja, hat schon in sich. Schön vorsichtig sein, gell? Ja, da ist ein Rutscher. Ja, ich weiß, darum soll ich dir besonders vorsichtig sein. Der blöde Stein, es ist richtig blöd und rutschig da. Ja, merkst du den Regen für die letzten Tage? Ja, das merkt man. Ganz deutlich sogar. Ja, wenn man dann unten in der Schatten ist, dann hat man alle Schwierigkeiten überwunden. Also, da hat man eine hervorragende Gelegenheit ausgelassen, dass man den Wegweiser positioniert, gell? Das ist der leichteste Weg aus meiner Sicht da. Vom Grat over jetzt, das ist jetzt unkritisch, gell? Respekt für den Bello, der sich da allein hinaufgekämpft und jetzt gemeinsam mit mir wieder heroisch heruntergekämpft hat, oder? Da, der Blick zurück, schau auf die versicherte Passage und da oben sieht man die Leute, schau. Ja. Also der Abstieg ist jetzt wesentlich gemütlicher. Jetzt haben wir immer den See vor uns. Schon hat es viel Alm rausgearbeitet da, im Frühjahr und im Frühsommer. Ja, Bello hat sich schon einen Vorsprung rausgeholt. Mauskalspitze, schau, sensationell. Aha, und in die Richtung ist nichts, oder wer? Der große Unbekannte ist da. Sehr brav, ja. Äußerst brav. Mhm. Sehr, sehr brav. Wenn man da jetzt schaut, sieht man unten einen Spazierweg, rege frequentiert. Und dann, das ist der Zustieg zum Klettersteig auch, ein möglicher zumindest. Ja, letzten Blick zurück. Recht viel besser wie Wetter ist nicht geworden leider. Naja, haben wir zumindest nichts versäumt. Da drüben ist das Gipfelkreis vom Hirschinger. Die Hirschgauspitze. Und auch da gibt es einen Klettersteig auf. Den schauen wir uns vielleicht auch einmal an. Da ist das wieder genau da, schau. Toll, hä? Und da kann man jetzt da hinüber zu dem Wegweiser gehen. So ja, Mauskalspitze, da kommen wir her. Und zur Seilbahn, da wollen wir hin, wenn wir wieder runterfahren wollen. Ja, Bello, über den Klettersteig kannst du zwar nicht mitreden, aber nein, den Abstieg und den Aufstieg auf die Mauskalspitze hast du redlich verdient. Der Abstieg ist nicht zu unterschätzen und Benesse ist die ganze Geschichte definitiv nicht zu empfehlen. Die Bergwelt wäre es an und für sich durchaus wert, ja, und ich glaube, weitere Unternehmungen werden wir uns heute sparen. Damit heißt es, ich bin Flo dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man es immer bei einer anderen Tour. Respekt für den Bello, der sich da allein hinaufgekämpft und jetzt gemeinsam mit mir wieder heroisch heruntergekämpft hat, oder? Verdient das keinen Daumen nach oben? Ich glaube schon. Na, sehr gut. Aber ein Griff. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ja, also bitte extra stark klicken, ja?